ready for the love hit. Ja, das ist jetzt Rundkurs Main Street. Warum soll ich erst irgendwie mit einem doofen Satz anfangen? Komm, ich lieber direkt auf den Punkt. Ihr wundert euch, was geht seine Karre so weit ab? Ja, wenn man die richtigen Power-Ups drin hat, Skills. Bekommst du eigentlich jedes Auto fit vom Start weg. Ja, das ist eine doofe Stelle da beim Springen. Verliert man viel an Geschwindigkeit. Die meisten setzen natürlich dann Nitro ein, um dann noch weiter zu springen. Ist natürlich für zwischendurch mal so ein Fun Race gar nicht mal verkehrt. Spaß soll man ja bei dem Spiel haben. So ist es ja nicht. Man soll sich ja nicht immer nur über die dummen Bugs aufregen hier, sondern einfach auch nur mal eine Runde fahren mit Leuten, mit Freunden, die einen ansprechen, die sich trauen, andere Leute anzusprechen. Die sagen, Alter, lass uns mal eine Runde gurken. Sonst gibt es hier gleich ein Gurkenglas und dann kannst du da hinterher mit einem... So ein Quatsch, was rede ich für Müll hier? Denkt euch die Geschichte selber aus, dann wisst ihr, was ich meine. Jawohl, Haule Lukas. So, das waren jetzt aber zwei Runden Main Street. Klar, habe ich natürlich noch einen hinterher. Ich sage, mach immer zwei. Kann man sich das gut auseinanderhalten und man hat noch nicht so viel zu gucken. Oh, für jetzt diese ja, offenen Strecken. Ja. So, jetzt haben wir noch hier oben den Rundkurs, den baller ich jetzt noch, den Countdown Challenge. Den baller ich jetzt noch hinterher, dann haben wir noch drei Sprints offen. Das kriegen wir dann auch noch hin. In einer Folge denke ich mal, die dürften nicht zu lang sein. Das passt von der Zeit alles noch her. So, so. Nee, ich will einfach nicht nur irgendwie jetzt Hauptsache Let's Play, Let's Play, Let's Play, sondern ja, ich möchte gerne, dass man sich dann auch jede Folge anguckt und dann nicht nur, ja, habe ich schon, kenne ich schon, naja, ist langweilig und so, es sind einer ins Teamspeak reingekommen oder auch nicht, hat schon gekündigt, ist wieder gegangen, gesehen ist keiner da, außer der Virus, der im Let's Play Channel sitzt. Jo. Nein, es ist kein Zocker-Teamspeak, sondern das Radio-Teamspeak, von wo ich jetzt Musik mache. Ich habe ein anderes Radio jetzt, wo ich Musik mache. Das andere, das war mir ein bisschen zu blöde mit den Leuten, weil jeder sein eigenes Ding da durchzieht. Aber ich denke, jo, dann macht ihr auch immer euren Käse da. Ich mache jetzt meins hier, ich gehe woanders hin und da kriege ich bessere Qualitäten als hier. Hier sind man unter Spaß, nicht unter Druck. Die Leute sind sehr gut, okay. So. Ist ja die Hauptsache, wenn man mit Leuten klarkommt, da soll man doch bleiben erstmal. Oh, da machst du nichts. Da hat es dich direkt geledert am Sprung, da siehst du dann irgendwann und dann ist dann... fucking Alter, was geht, what the fuck? Ja. Yeah. Hast mir die perfekte Kurve versaut, du. Bananen-Ingo. So. Ich sagen, komm, aber ich denke, der war noch so langsam, da hätte ich wahrscheinlich noch vorher gekonnt, war dem aber nicht so, habe ich mich verschätzt oder das CV war einfach zu schnell. Manchmal kriechen sie, manchmal rennen diese Dinger neben dir her, als wenn sie mit dir ein Rennen fahren wollen und nicht die, mit denen du wirklich das Rennen fährst. Also ist schon manchmal sehr lustig. Das gibt's doch nicht. Wie weit muss man denn da ausweichen, damit man da die tote Ecke von den Nehmer mitnimmt? Also auch Bugs haben
Bugs. Wie du zwar denkst, du bist dran vorbei, aber trotzdem hast du da mitgenommen. Ich denke, hat man das jetzt ein Loch in der Brille oder stimmt was mit der Sehachse nicht oder was sind das wieder für bescheuerte Bugs? Rundkurs haben wir jetzt auch durchgedübelt, dann passt das. Tja, für euch ist es dann halt, ich schalte beim nächsten Let's Play wieder ein, wenn es weitergeht, auf ein Event. Also, Servus!